vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisset, dass nach 2 Tagen Oster wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden. Was er gekreuziget finde.
Zwölfen einer, mit Namen Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, thank you.
süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu setzte er sich zu Tische mit den Zwölfen. Und da sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt. Ein jeglicher unter ihnen und sagten zu ihm:
Ich will dich in mir.
den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Überg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zügig zerstreuen. Zu sich Petrus und
tri zwin söhne Zebedei und fing an zu trauen und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, Thank you.
sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder, dadurch erhebt er mich und alle von unserm Falle hinauf zu Gottes Gnade. Bereit, den Kelch des Todes Bitterkeit zu trinken, in welchem Sünden dieser Welt gegossen sind und hässlich stinken, weil es dem lieben Gott Thank you.
er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum anderen Mal ging er hin, Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe? Ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille. Werde, er ist's, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesu und sprach: Gegrüßet seist du, Rabbi, und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Warum bist du gekommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesu und griffen ihn. Thank you.
führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von Ferne, bis in den Palast des hohen Priesters, und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf dass er sähe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesum, auf dass sie ihn töteten und fanden keines. Falsche Zungen stellen.
Der hohe Priester antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, was du sagst, ob du seiest Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagest's, doch sage ich euch, von nun an wird's geschehen, dass ihr sehen werdet des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Wer hat Gott gelästert? Was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was denket euch? Sie antworteten und sprachen: schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Was sagst du, 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 was sagst
draußen im Palast. Und es trat zu ihm eine Magd und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur Tür hinausging, sah er ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete aber mal und schwur dazu: Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden, und sprachen zu Petro: Freilich, du bist doch einer von denen, der alle gesprochen hat. Da hob er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne des Menschen. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte: Ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Ging heraus und weinte bitterlich.
Des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten und bunden ihn, führeten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato. Da das sah Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereute es ihn. Brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Was geht uns das an? 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 Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und erhängete sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es taugt nicht, es taugt nicht, dass wir sind nicht, was du Gottes hast. Es ist Blut, es ist Blut,
Jesum wieder. Seht das den Ärmel los, wirft euch der verlorene Sohn zu den Füßen nieder. Seht das Geld, den Ärmel los. Seht das den Ärmel los, wirft euch den verlorene Sohn zu den Füßen nieder. Und kauften einen Töpfersacker darum zum Begräbnis der Pilger. Daher ist derselbige Acker genennet der Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllt, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da er spricht: Sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben um einen Töpfersacker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Jüdenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest. Und da er verklagt war von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Thank you.
Schwesterwarte der Landpflegergewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor anderen, der hieß Barnabas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr, dass ich euch losgebe, Barnabas oder Jesu, von dem gesaget wird, er sei Christus? Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickete sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesen Gerechten? Ich habe heute viel erlitten im Traum von seinetwegen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barnabas bitten sollten und Jesu umbrächten. Antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zeilen, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kommen. Thank you.
Schimpfe Getümmel ward, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut schon. Thank you.
Knechte des Landpflegers Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine dornene Krone und satzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. Und indem sie hinausgingen, Menschen von Kyrene mit Namen Simon, den zwungen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Ja, freilich fiel in uns das Kreuz gezwungen sein.
Kein Kopf, 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 kein Kopf
Etliche aber, die da stunden, da sie das hörten, sprachen sie: Gelobet bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen: Halt!
Augen, wird zerriss in zwei Stück, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebete, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf und stunden auf die Leiber der Heiligen, die da schliefen, und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten Jesu, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: unter welchen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobi und Joses und die Mutter der Kinder Zebedei. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, er hieß Joses, welcher auch ein Jünger Jesu war. Er ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Lasset ihr den Toten gehen.
den Rheinleinwand und legte ihn in sein eigen Neugrab, welches er hatte lassen in einen Felshauen und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber da Maria Magdalena und die andere Maria, die setzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Herr, wir haben gedacht, dass dieser Verführer am Leben lebt. Ich bin ein reines Mann, ein reines Mann, ein stilles Tag. Grab mit Hüte und versieh.